Hallo und herzlich willkommen in unserem wunderschönen Marburg. Ich bin Gabi Schreder und möchte euch heute zu einer kleinen Wanderung einladen. Gerade noch war es ziemlich laut, der Verkehrslärm an der Elisabethkirche. Aber hier, nur wenige Schritte entfernt, befinden wir uns an einem ganz verträumten, ruhigen Ort. Fast geheimnisvoll. Das ist nämlich der Pilgerfriedhof. Aber hier erstmal die Pilgerkapelle, von den Marburgern liebevoll das Michelchen genannt. Und das Kuriosum besteht wirklich darin, dass dieses Kapellchen noch vor der Elisabethkirche geweiht wurde, nämlich im Jahre 1270. Das hier ist eine Grabplatte. Der männliche Teil, hier kann man sogar sehr schön die Trachte, also die Mode der damaligen Zeit, entdecken. Also wir haben einen gestärkten Kragen, wir haben die Jacken, die bis zu den Knien gehen. Ja, ein wirklicher Ruheort, eine Oase der Ruhe. Man kann hier das Vögelgezwitschere hören, man kann sich hier auch eigene Gedanken machen. Also insgesamt sind hier noch etwa 50 Grabsteine. Und was kann man da oben sehen? Das Landgrafenschloss. Ja, wenn ihr an dieser Besichtigung teilnehmen möchtet, dann könnt ihr diese buchen bei Marburg Tourismus, aber auch bei der Kirche, bei der Elisabethkirche. Hier haben wir das Schaufenster Marburg. Ein Blick auf die gesamte Stadt von der Nordseite. Dieser Weg, wo wir uns befinden, wird der Weinberg genannt. Und hier wurde tatsächlich im Mittelalter Wein angebaut. Und zwar war der Auftraggeber der Deutsche Orden. Dieser Wein wurde im Mittelalter vielfach getrunken, auch Bier. Und das war eigentlich ein Ersatz für Trinkwasser, weil im Mittelalter das Wasser nun nicht gerade zum Trinken geeignet war. Und dann hat man den Wein mit Wasser gemischt. Hat wohl ein bisschen sehr nach Essig geschmeckt, aber war nicht ganz so gefährlich, als nur Wasser zu trinken. Ja, tschüss. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.